Was geht ab, Leute? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Wir sprechen heute über Wild Survivors. Das nächste Deckbuilding-Pack, welches in den Startlöchern steht, erscheint bei uns am 1.6. diesen Jahres. Wir kennen alle drei Deckthemen, die in diesem Set enthalten sein werden. Wir kennen die gesamte Kartenliste aus dem OCG. So sieht's aus. Das heißt, da kommen auf jeden Fall noch einige Karten fürs TCG hinzu. Aber zumindest kennen wir alle Karten, die für diese drei neuen Deckthemen drin enthalten sein werden, plus den ein oder anderen Reprint. Und diese Kartenliste schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Im Anschluss an die Kartenliste machen wir natürlich, gucken wir uns einige der Karten etwas en Detail an und dann gibt es nochmal einen kleinen Market Watch. Wir schauen uns an, was dieses Set euch aktuell auf Card Market kosten würde. Und damit auch genug von mir, lass uns direkt in das neue Deckbuilding Pack Wild Survivors reinspringen. Los geht's! Bevor wir in die gesamte Kartenliste reinspringen, schauen wir uns hier natürlich einmal gemeinsam das Produkt an. Wild Survivors. 60 Karten enthält dieses Set in total. Am 1.6. kommt das Ganze bei uns raus. So, drei neue Deckthemen sind drin enthalten. Einmal Vanquish, Nouvelle Ritualbeschwörung wird hier groß geschrieben und dann neue Dinos, ein neues Deckthema, welches sich um die Dinosaurier dreht. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass ihr wahrscheinlich nur die Rosinen rauspicken werdet und sie bereits in euren bestehendes Dino-Deck reinballern werdet. So, 60 Karten in total, davon 10 Ultra-Rares, 15 Super-Rares, 35 Rares und 15 der Karten davon wird es auch als Collectors-Rare in diesem Set geben. Jedes Booster hat 7 Karten, davon eine Holo, 6 Rare-Karten. Es gibt keine Commons in diesem Set. Die höchste Rarität, die ihr aus diesem Set ziehen könnt, ist eine Ultra-Rare. 3 Stück gibt es davon in der Regel pro Display. Und natürlich, wenn ihr zu den wenigen Glücklichen gehört, könnt ihr euch über eine Collectors-Rare freuen. Und wir springen jetzt in die gesamte Kartenliste. Das ist die Kartenliste aus dem OCG. Wir schauen uns hier genauer an, was dort drin ist. Und zwar sehen wir hier auch schon das neue Dino-Deck-Thema. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Xeno? Ich glaube, es hat gar keinen Namen. Nee, es hat tatsächlich gar keinen Namen. Transcendent? Transcendent? Ja, doch, so kann man es, glaube ich, nennen. 2 Main-Deck-Monster, 3 Extra-Deck-Monster, ein extrem gutes Spell, die ihr definitiv in Zukunft spielen werdet, plus eine Trap, die so lala ist und dann noch ein normales Monster, denn es gibt einige Effekte, die um ein normales Dino-Monster sich drehen. Dann natürlich haben wir hier also auch Reprints tatsächlich drin enthalten, und zwar den Ultimate Conductor Tyranno, Riesenrex, Verschidosaurier und den Soul-Eating Oviraptor. Die Frage an dieser Stelle ist: Wenn das Set rauskommt, wird Konami auf die verrückte Idee kommen, den Verschidosaurier vielleicht wieder zurück auf 2 zu bringen? Wer weiß, könnte durchaus passieren. Baby Cerasaurus, Petita Deradon ist hier mit drin. Reprint von Evolsa Solda, Rank 6 Monster, welches kaum einer auf dem Schirm hat, aber dadurch, dass diese Karte hier Rank 6 ist, könnt ihr easy, Stufe 6 ist, könnt ihr easy peasy dann tatsächlich in eines der beiden Monster reingehen. Das sind tatsächlich die Dino-Karten, die drin enthalten sein werden. Also wie ihr seht, auch relativ wenig dafür, dass es ein neues Deck-Thema ist. Weil ihr, und ich glaube, das war auch Konamis Idee, die ganzen Karten einfach in euer bestehendes Dino-Deck reinwerfen werdet. Dann haben wir hier das neue Deckthema Vanquish. Sieht sehr, sehr gut aus. Interessante Spielmechanik. Ich habe ein paar Gameplays gesehen und ein paar Combo-Tutorials. Es erinnert mich irgendwie an Scareclaw. Ich weiß auch nicht, warum so. Alles, hier, ihr habt am Ende eine Link 1 und jede Menge Main-Deck-Monster und die dann sozusagen Effekte im gegnerischen und in eurem Turn haben, plus halt Quick-Play-Spells, die auf jeden Fall euch sozusagen durch den gegnerischen Turn durchbringen. Also irgendwie interessant. Dann gibt es noch hier 2 weitere Fallenkarten, die wir uns auch gleich nochmal genauer angucken werden. Tanky wird es hier als Reprint geben. Guter Reprint sollte es auf jeden Fall sein. Dann haben wir hier das nächste oder das dritte und damit auch letzte Deckthema, welches hier drin enthalten sein wird, und zwar Nouvelle. Ja, Ritualbeschwörung wird hier groß geschrieben. Wie ihr seht, jede Menge Ritualmonster, die ihr spielen werdet, plus Ritualspells, die ein oder andere Trap und der Hungry Burger. Ja, so sieht's aus. Ihr werdet eine der größten Meme-Karten der Yu-Gi-Oh!-Geschichte in euer Main-Deck spielen können und diese auch erfolgreich aufs Spielfeld beschwören können. Hamburger Rezept ist hier natürlich auch mit drin. Und dann Reprints von 2 der Incantations plus die Vorbereitung der Riten. Das sind aktuell 45 Karten. Das heißt, wir erhalten noch 15 weitere fürs TCG. Werden sehr wahrscheinlich Reprints sein, außer Konami kommt auf die Idee, irgendwas anderes reinzuwerfen. Aber ich vermute mal, dass es Reprints, im Optimalfall das ein oder andere generische Staple mit dabei sein wird. Und Reprints, die
die drei Deckthemen in irgendeiner Art und Weise unterstützen oder sich dort inkludieren lassen. So, das heißt, 15 Karten gibt es bald noch. Aktuell kennen wir 45. So, das erste Deckthema oder beziehungsweise die ersten Karten, die wir reinspringen, sind die Dinosaurierkarten Xenometeorus. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ihr durchaus spielen werdet in eurer aktuellen Dino-Variante. Also ich gehe immer vom aktuellen Bild aus, weil damit könnt ihr kein eigenes Deckthema formen. Da fehlt einfach viel zu viel. So, wenn diese Karte durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du diese Karte, nee, warte mal, if a card, achso, wenn eine Karte durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, eine Karte auf dem Spielfeld, könnt ihr diese Karte von eurer Hand spezial beschwören, was super ist, und dann während eurer Main-Phase kannst du folgenden Effekt aktivieren. Das ist der Kost, verrückter Kost. Du kannst keine Monster aus dem Extra-Deck speziell beschwören bis zum Ende des Spielzuges, außer Drachen, Dinosaurier, hier Sea Serpents oder Würmmonster. Zerstöre ein Dino-Monster, welches du kontrollierst oder du in deiner Hand hast. Das ist ja perfekt für die Dino-Strategie, will man auf jeden Fall machen. Und dann kannst du einen normalen Dinosaurier-Monster von deiner Hand oder deinem Deck auf dein Spielfeld spezial beschwören. Interessanter Effekt auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und du kannst jeden der Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Stufe 6, 2000 ATK, Feuer, Dino-Monster. Weiter geht's mit dem nächsten Monster, welches wir uns angucken, und zwar, ich sag mal, das neue Boss-Monster oder das, was es mal werden sollte und es, glaube ich, aber nicht schafft, wenn man sich durch den Effekttext durchliest, kann nicht normal beschworen oder gesetzt werden, muss speziell beschworen werden durch einen Karteneffekt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von dem Kollegen hier, den Transcendric Meteoris, nur einmal pro Spielzug aktivieren. Während des gegnerischen Spielzugs, Quick-Effekt, du kannst zwei andere Dinosauriermonster, die du kontrollierst oder sich in deiner Hand befinden, zerstören. Und wenn du das tust, speziell beschwöre diese Karte von deiner Hand. 3500 ATK, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und dann, wenn diese Karte speziell beschworen wurde, kannst du ein Dinosauriermonster von deinem Deck in den Friedhof schicken. Und dann, wenn diese Karte zerstört wurde, also neuer Effekt, if this card is destroyed, wenn diese Karte zerstört wurde, kannst du ein normales Monster von deinem Friedhof zurück in dein Deck schaffeln. Und dann kannst du diese Karte speziell beschwören. Was? Nochmal. If this card is destroyed, okay, kannst du ein normales Monster von deinem Friedhof zurück ins Deck shuffeln? Then you can special summon this card. Das heißt, die Karte kommt immer wieder zurück und verbannt sich nicht. Also klar, ihr habt diesen Spielzug nur einmal pro Spielzug, also diesen Effekt könnt ihr nur einmal pro Spielzug machen, aber so kommt er auf jeden Fall wieder zurück. Extrem interessant. Extrem interessant tatsächlich. Wir machen weiter mit Ground Xeno, eine Karte, die ihr zusammen mit der Karte definitiv im Main Deck spielen werdet. Ground Xeno wahrscheinlich sogar auf 3, denn ihr könnt ein Dinosaurier-Tuner oder ein Dinosaurier-normales Monster von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Ah, der Scrap Raptor, der ist zum Beispiel ebenfalls ein Dinosaurier-Tuner, von daher auf jeden Fall sehr, sehr wichtig an der Stelle. Dann könnt ihr eine Karte in eurer Hand zerstören. Mega geil einfach mal, muss man einfach mal sagen. Hilft auf jeden Fall eurer Strategie. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Dinosauriermonster fusionsbeschwören von eurem Extra-Deck, indem ihr Monster von eurer Hand oder eurem Spielfeld als Fusionsmaterial benutzt. Geil. Jeden Effekt, einmal pro Spielzug. Das heißt, ihr könnt den ersten Effekt machen, dann liegt diese Karte im Friedhof und dann könnt ihr auch noch eine Fusionsbeschwörung machen, indem ihr diese Karte vom Friedhof verbannt. Extrem geile Mechanik, um ein Fusionsmonster aufs Spielfeld zu bringen. Die nächste Karte, über die wir sprechen, ist das eben gerade erwähnte Fusionsmonster, und zwar Transcendric Gigantosaurus. Heftiger Name. Artwork sieht nicht wirklich Yugi-mäßig aus, aber irgendwie trotzdem interessant. Erinnert mich ein bisschen mehr an Magic. So, ihr braucht ein Dinosauriermonster und ein normales Monster, um diese Karte aufs Spielfeld zu beschwören. Fast generisch, würde ich sagen. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, könnt ihr ein Dinosauriermonster in eurem Friedhof wählen. Das ist der Kost. Füge es deiner Hand hinzu und dann, wenn diese Karte, if this card was special summoned from the graveyard, you can destroy one card you control or in your hand and one card your opponent controls. Ah, okay, das heißt, wenn diese Karte speziell beschworen wird, könnt ihr ein Dinosauriermonster vom Friedhof eurer Hand hinzufügen. Wenn diese Karte allerdings vom Friedhof auf eures Spielfeld beschworen wurde, könnt ihr eine Karte in eurer Hand, eine Karte, die ihr kontrolliert, also eine Karte in eurer Hand oder eine Karte, die ihr kontrolliert, und eine Karte, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Gar nicht so schlecht. Und dann, wenn diese Karte zerstört wurde, ihr könnt sie in der Theorie auch selbst zerstören, interessant. You can shuffle, ihr könnt ein normales Monster von eurem Friedhof ins Deck zurückmischen und dann kannst du diese Karte spezial beschwören. Das klingt mega verrückt, habe ich das gerade richtig verstanden?
Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Also, wenn diese Karte vom Friedhof beschworen wurde, kann ich eine Karte, die ich kontrolliere, zerstören. Eine Karte, die der Gegner kontrolliert, auch zerstören. Das heißt, ich könnte ihn in der Theorie selbst zerstören. Und dann kann ich ein normales Monster vom Friedhof zurück ins Deck shuffeln und diese Karte wiederum spezial beschwören. Irgendwie verrückt. Aber interessant, muss man einfach mal sagen. Wir springen dann tatsächlich auch schon wieder ins nächste Deckthema. Und zwar sprechen wir über Vanquish. Sieht sehr, sehr interessant aus, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wenn da noch richtig guter Support kommt, könnte das auf jeden Fall ein Deckthema sein, welches relevanter werden könnte. Wenn diese Karte normal oder spezial beschworen wurde, ist schon mal super, könnt ihr ein Nicht-Warrior Vanquish Soul Monster von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Dann hat diese Karte folgenden Quick-Effekt, also das hier ist ein Krieger Stufe 4, das heißt suchbar durch Reinforcement auf der Army zum Beispiel. Quick-Effekt, ihr könnt eine Appropriate, wie übersetze ich, eine Karte von eurer Hand, wir machen es einfach so, ihr könnt ein Monster oder mehrere Monster von eurer Hand vorzeigen und dann kannst du einen der folgenden Effekte aktivieren. Sprich, wenn ihr ein Feuermonster von eurer Hand vorzeigt, diese Karte kann in dem Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Wenn ihr ein Feuer und ein finsternes Monster von eurer Hand vorzeigt, also zwei Monster, zerstöre alle anderen Monster in ihrer Spalte. Das ist ein Quick-Effekt im gegnerischen Spielzug. Also entweder kann er nicht durch Karteneffekte zerstört werden oder ihr zerstört alle Monster in der Spalte, wo Vanquished so liegt. Das heißt, ihr tut auf jeden Fall gut, wenn ihr das Ding immer unter irgendeine extra Monsterzone beschwört. So könnt ihr im Optimalfall ein extra Monster und eines, was da drunter liegt, wo vielleicht ein Link-Pfeil drauf zeigt, beide zusammen zerstören, was mega geil ist. Ihr könnt jeden der folgenden Effekte, you can use each effect of Vanquish once per turn, you cannot activate these effects in the same chain. Ihr könnt beide Effekte nicht in derselben Chain aktivieren. Ah, das heißt, ihr könnt ihn nicht normeln, Effektansagen zum Suchen und dann Quick-Effekt. Verstehe. Oder? Habe ich es richtig verstanden? Doch, ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Dann, nächste Karte, Vanquish Soul Pantera. Wenn du keine Monster kontrollierst in der Main-Monster-Zone, kannst du diese Karte von deiner Hand spezial beschwören. Geil. Quick Effect, du kannst Monster von deiner Hand enthüllen und dann, also vorzeigen, und dann einen der folgenden Effekte aktivieren. Wenn ihr Erde vorzeigt, kann diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden, was schon mal nicht so verkehrt ist. Und dann, wenn ihr ein Feuer- und ein Erdemonster vorzeigt, kannst du alle Spells und Traps in der Spalte zerstören. Also der eine, der zerstört Monster. Artwork übrigens, übergeil. Ungeheuerkrieger, Stufe 4, das heißt durch Tanky suchbar. Also, ihr könnt an der Stelle dann Spells und Traps zerstören. Der eine zerstört Spells und Traps, der andere zerstört Monster. Sehr, sehr interessant, muss man einfach mal sagen. Beide Stufe 4. Vanquish, Soul, Heavy, Bogger. Achso, dadurch, dass beide Stufe 4 sind, könnt ihr natürlich in alle möglichen Rank 4 Plays gehen. Ihr könnt auch einfach in ein unendliches Material Zeus gehen, indem ihr über Check-in einen Eberbogen geht und dann noch die anderen Zodiac-Monster drauflegt und dann einfach einen Zeus drauf klatscht. 6 Material Zeus, gönn dir. So, während der Main-Phase. Das ist ein großer, das ist eine Stufe 7 Maschine Finsternis. Also alles unterschiedliche Attribute und unterschiedliche Eigenschaften. Während der Main-Phase Quick Effect, also während der Main-Phase, heißt auch der gegnerischen Quick Effect, ihr könnt ein Nicht-Maschine Vanquish Soul Monster, welches ihr kontrolliert, wählen, das ist der Kost. Das heißt, ihr wählt einen der beiden kleinen zum Beispiel, return it to the hand, also zurück auf die Hand nehmen und dann, wenn ihr das tut, könnt ihr diese Karte von eurer Hand speziell beschwören. Das heißt, gar nicht so schlecht, weil guckt euch das mal an. Also, Normalbeschwörung diese Karte, um euch ein Nicht-Warrior-Vanquish-Monster von eurem Deck eurer Hand hinzuzufügen. Der Gegner wählt diese Karte mit Imperm oder Veiler, ja, Chain 2. Chain 3 geht ihr hier rein. Quick Effect, ihr wählt dieses eben gerade von Imperm zum Beispiel gewählte Monster, also den kleinen hier gerade, gebt ihn euch zurück auf die Hand und specialt den großen. Das heißt, Imperm geht ins Leere, ihr bekommt den Surge und habt ein großes Monster auf dem Spielfeld liegen. Geil, Alter. Ihr könnt somit Imperm und also allgemein Effekte dodgen, die euer Monster zum Negieren wählen würden. Geil. Dann hat die Karte folgenden Effekt. Quick Effect. Ihr könnt Monster in eurer Hand vorzeigen, also die haben alle immer denselben Effekt. Wenn ihr ein finsternes Monster vorzeigt, könnt ihr eine Karte ziehen.
geil, einfach for free. Und wenn ihr ein Erde- und ein Feuermonster vorzeigt, 5500 Damage dem Gegner zufügen. Also das ist auf jeden Fall eine Karte, die ihr für Time sehr, sehr gut spielen könnt. Das tut natürlich ein bisschen weh dann. Vor allen Dingen, ja, für Time ist schon, dem Gegner für Game Burnen, geil. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Weiter geht's mit dem nächsten Großen, und zwar der Vanquish Soul Kaiser Varius. Ja, der sieht auch so aus, als ob es ein Ultra-Rare werden könnte während der Main-Phase. Also der Stufe 8 Drache Erde. Während der Main-Phase, Quick Effect, du kannst ein Nicht-Drachen-Vanquish-Soul-Monster wählen, welches du kontrollierst. Dann gib es zurück auf die Hand und dann spezial beschwöre diese Karte von deiner Hand. 3000 ATK, mächtig auf jeden Fall. Dann hat diese Karte folgenden Quick Effect. Ihr zeigt wieder Monster von eurer Hand vor, wenn es ein Erdemonster war. Ist diese offene Karte unaffected von gegnerischen aktivierten Karteneffekten oder von gegnerischen aktivierten Effekten. Was schon mal geil ist, also bis zum Ende des Spielzuges, wenn ihr ein Erde, ein Feuer und ein Finsternismonster vorzeigt, zerstöre eine andere Karte auf dem Spielfeld. Nur eine, also trotzdem okay, aber okay. Genau, ihr könnt jeden der Effekte einmal pro Spielzug aktivieren und nicht in derselben Kette. Warte mal ganz kurz, kann ich beides machen? Use each effect, nee. You can only use each effect von ihm. Okay, alles klar. Das heißt, hier Quick Effect einmal und je nachdem, was ihr vorzeigt. Okay, alles klar, vergesst es. Weiter geht's. Ein Link 1 Monster. Ein Deckthema, welches ein Link 1 Monster inkludiert, kann nur gut sein oder irgendwann mal gut werden. So, ein Vanquished Soul Monster benötigt ihr, um diese Karte auf euer Spielfeld zu beschwören. Kann nicht als Link-Material benutzt werden. Okay. Also es gibt nur ein Extra-Deck-Monster aktuell für Vanquished. Solange ihr ein Vanquished Soul Monster kontrolliert, kann dein Gegner, your opponent's monsters can only target your monster with the highest attack for attacks. Also, wenn ihr ein Vanquished Soul Monster kontrolliert, kann euer Gegner nur das auf dem Spielfeld befindliche Monster mit der höchsten ATK als Angriff, für den Angriff wählen. Und dann während der Main-Phase, Quick Effect, kannst du einen der folgenden Effekte aktivieren. Spezialbeschwöre ein Vanquished Soul Monster von deiner Hand. Geil, einfach for free, Alter. Füge ein Vanquished Soul Monster von deinem Friedhof deiner Hand hinzu. Das heißt, in eurem Spielzug, während ihr Combo geht, könnt ihr vom Friedhof zum Beispiel ein weggelinktes Monster eure Hand hinzufügen, was super ist. Und dann könnt ihr im gegnerischen Spielzug ein Vanquished Soul Monster von eurer Hand aufs Spielfeld beschwören. Und dann sind wieder die Quick Effekte live. Das klingt alles tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Sieht sehr, sehr interessant aus. Vielversprechend. Definitiv vielversprechend. Wir schauen uns eine Quickplay-Spell an, die es tatsächlich ordentlich in sich hat. Vanquished Soul Dust Devil. Wähl ein Vanquished Soul Monster, welches du kontrollierst. Ändere seine Kampfposition, also aus ATK wird Defense zum Beispiel. Und dann kannst du offene Monster, die der Gegner kontrolliert, in Face-Down-Defense-Position flippen. Bis zu der Anzahl an Vanquished Soul Monstern, die ihr kontrolliert mit unterschiedlichen Namen. Das heißt, wenn ihr ein Monster kontrolliert, könnt ihr eins Face Down flippen. Wenn ihr drei Monster kontrolliert mit unterschiedlichen Namen, könnt ihr drei Monster des Gegners Face Down flippen. Was ein extrem heftiges Book of Moon. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, dass diese Karte natürlich nur funktioniert, wenn ihr Vanquished Soul Monster auf dem Spielfeld liegen habt. Ohne ist die Karte tatsächlich tot. Wir sprechen über die eine weitere interessante Karte, die auch optisch sehr interessant aussieht. Normale Zauberkarte, Stake Your Soul. Zeige ein Monster in deiner Hand vor. Spezialbeschwöre ein Vanquished Soul Monster von deinem Deck mit unterschiedlichen Namen, aber demselben Attribut. Warte mal, das heißt, sind doch dann nur die beiden wahrscheinlich. Nee, das ist Erde. Finsternis Erde. Das heißt, die beiden gehen auf jeden Fall schon mal. Und dann gibt es, glaube ich, noch den hier und ein großes Feuermonster gibt es dann, glaube ich, auch noch. Es gibt noch ein großes Feuermonster, was man auf 1 in der Theorie spielen könnte. Weil es tatsächlich nicht so gut ist, deswegen sprechen wir da auch jetzt auch nicht drüber. Mit different name, but the same attribute. Aber gib es in der Endphase zurück auf die Hand. So egal, weil ihr den sowieso bis dahin euch dreimal zurück auf die Hand gegeben habt mit den Effekten der anderen Karten. Also, wie ich finde, klingt das Ganze sehr, sehr interessant. Und wir springen jetzt direkt rein ins dritte und damit auch letzte Deckthema. Und zwar sprechen wir an dieser Stelle über Nouvelle, ein neues Ritualbeschwörungsdeckthema. Ja, so sieht's aus. Also, passt auf. Keiner von euch wird nur einen dieser Namen korrekt aussprechen, außer es gibt eine sehr, sehr saubere deutsche Übersetzung. Wie soll ich das bitte hier aussprechen? Safe Französisch, ich spreche kein Französisch, das ist alles. Also, Brillabaisse de Nouvelle. So, Nouvelle kriege ich hin, den Rest hier, keine Ahnung. Also,
Eine Karte mit folgendem Effekt. Stufe 1, Finsternis Ungeheuer Krieger. Ihr könnt diese Karte mit jeglicher oder jeder Recipe-Karte als Ritualbeschwörung beschwören. Ihr könnt jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, kannst du die Top 5 Karten deines Decks ausgraben. Und wenn du das tust, kannst du eine der ausgegrabenen Nouvelle-Karten deiner Hand hinzufügen. Und der Rest wird dann zurück ins Deck geschaffelt. Das ist tatsächlich geil. 5 Karten ausgraben, eine der Hand hinzufügen. Alter, da könnt ihr echt nicht meckern. Und dann hat diese Karte einen When-Effekt, heißt, könnte in der Theorie das Timing missen. When a card or effect is activated that targets this card or when this card is targeted for an attack. Also, wenn diese Karte... wenn... eine Karte oder ein Effekt aktiviert wurde, welcher diese Karte wählt oder wenn diese Karte für einen Angriff gewählt wird. Quick-Effekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten und ein anderes Monster in Angriffsposition auf dem Spielfeld, also auch auf der gegnerischen Spielfeldseite. Und wenn du das tust, spezialbeschwör ein Level 2 oder Level 3 Ritualmonster von deiner Hand oder deinem Deck. Das ist doch mal geil. Also das heißt, wenn diese Karte für einen Karteneffekt gewählt wird oder für einen Angriff gewählt wird, könnt ihr diese Karte und ein in Angriffsposition sich befindendes Monster auf dem Spielfeld, sprich auch das gegnerische Monster, als Tribut anbieten. Ist das alles Kost? Nee, das ist alles Effekt. Okay, das ist alles Effekt, weil Tribut anbieten wäre tatsächlich für Kost schon extrem heftig. Und dann könnt ihr ein anderes Ritualmonster mit Level 2 oder Level 3 von eurer Hand eurem Deck spezial beschwören. Das ist schon mal ganz geil. So, weiter geht's mit der nächsten Karte. Wie soll ich das aussprechen? Du kannst diese Karte mit jeder Recipe-Karte Ritual beschwören. Dann kannst du jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug verwenden. Wenn diese Karte spezial beschworen würde, kannst du eine Karte ziehen. Geil. Definitiv geil. Ey, das heißt, warte mal, die ist Stufe 3. Das heißt, wir bieten dir als Tribut an, specialen die vom Deck, ziehen eine Karte und dann, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wurde, der Monsters on the field. Okay, seltsam geschrieben. Oder wenn ein Monster diese Karte für einen Angriff wählt, Quick Effect, du kannst, you can tribute both, one Nouvelle Monster you control and one Attack Position Monster. Ihr müsst nicht die Karte als Tribut anbieten. Also, ihr bietet ein Nouvelle Monster, welches ihr kontrolliert, als Tribut an und ein in Angriff sich befindendes Monster auf dem Spielfeld. Und wenn ihr das tut, könnt ihr ein Level 4 oder 5 Nouvelle-Ritualmonster von eurer Hand oder eurem Deck beschwören. Also in dem Fall müsst ihr sie nicht als Tribut anbieten, sondern irgendein anderes Nouvelle-Monster, welches ihr kontrolliert, als Tribut anbieten, plus ein Monster in Angriffsposition, welches der Gegner kontrolliert. So, wieder Ungeheuer Krieger, alles Beast Warrior hier an dieser Stelle. Also Beast Warrior an dieser Stelle, tatsächlich alles Ungeheuer Krieger, interessant. Nächstes Ritualmonster, Stufe 5 an dieser Stelle. Ihr könnt diese Karte mit jeder Recipe-Karte speziell beschwören. Ihr könnt jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und dann geht's weiter. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, könnt ihr eine Nouvelle oder eine Recipe-Card von eurem Deck eurer Hand hinzufügen. Das heißt, ihr könnt dann entweder ein Monster, also ein Ritualmonster, ich glaube, die sind alle Nouvelle, oder die Recipe-Karte, das sind alles die Spells, eure Hand hinzufügen. Also generisch, also ein Searcher, der alles searcht, mega cool, muss man einfach mal sagen. Und dann könnt ihr, die Karte hat folgenden Effekt, 2000 ATK, 1850 Defense, Stufe 5 mit folgendem Effekt. Ihr könnt ein Monster in Angriffsposition eures Gegners wählen, das ist Kost, bietet es als Tribut an und wenn du das tust, speziell beschwöre ein Level 6 Nouvelle Ritual Monster von Hand oder Deck. Das ist ein Quick-Effekt. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde durch den Effekt eines Nouvelle-Monsters. Das heißt, wenn ihr durch sie ihn aufs Spielfeld beschwört, ist das ein Quick-Effekt. Heißt auch im gegnerischen Spielzug. Ihr könnt einfach so ein gegnerisches Monster in Angriffsposition wählen. Das ist der Kost. Der Rest ist Effekt, also Tribut anbieten ist Effekt. Als Tribut anbieten speziell beschwör ein Level 6 Nouvelle-Ritual-Monster von der Hand oder Deck. Geil. Geil, geil, geil auf jeden Fall. Dann, voici la carte. Here is the menu. Zeige 2 Nouvelle-Monster mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck vor. Dann kann der Gegner 1 wählen und du fügst es deiner Hand hinzu. Und wenn du das tust, wird der Rest zurück ins Deck geschaffelt. Dann kannst du eine...
warte, then you can add one of these cards from your deck or graveyard to your hand based on the added monster. Ah, und dann kannst du eine Karte von deinem Deck oder deinem Friedhof, je nachdem, welche Karte eurer Hand hinzugefügt wurde, euch adden. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Beast Warrior euch geaddet wurde oder euch gegeben wurde, könnt ihr das Fish Recipe adden. Und wenn ihr einen Krieger auf die Hand bekommen habt, könnt ihr das Meat Recipe adden. Also der Gegner wählt aus, welches der beiden Monster ihr auf die Hand bekommt. Und dann könnt ihr, je nachdem, was ihr auf die Hand bekommen habt, euch entweder Fish Recipe oder Meat Recipe auf die Hand suchen. Normale Zauberkarte an der Stelle. Da haben wir Fish Recipe. Fish Recipe, diese Karte kann benutzt werden, um jedes Nouvelle-Ritual-Monster zu beschwören. Ritual beschwöre ein Nouvelle-Monster von deiner Hand, indem du Monster als Tribut anbietest von Hand oder Feld, wo die Level gleich oder höher sind des zu Ritual beschwörenden Monsters. Und wenn du das tust, if you Ritual Summon Nouvelle, die hier. Wenn ihr die dann beschworen habt, durch den Effekt von der hier, könnt ihr eine weitere Recipe-Ritual-Spell von eurem Deck oder eurem Friedhof eurer Hand hinzufügen. Interessant. Also ihr seht, Konami versucht, die Ritualbeschwörungsmechanik wiederum auf ein neues Level zu heben. Gefühlt geht ihr nie minus. Ganz im Gegenteil. Ihr habt immer Follow-up, ihr geht immer plus. Immer wenn sich irgendwas beschwört, könnt ihr was adden. Immer wenn sich irgendwas passiert, könnt ihr was adden. Und so weiter. Der Grind ist mit diesem Deck gefühlt unendlich, so wie sie es gerade liest. So, hier ist das Meat Recipe. Diese Karte kann natürlich benutzt werden, um eine Ritualbeschwörung eines Novellenmonsters zu machen. Und dann könnt ihr natürlich die Ritualbeschwörung mit Monstern, die entweder gleich oder höher sind, des Levels, welches ihr Ritual beschwören wollt, was super ist, gleich oder höher ist super. Das heißt, ihr könnt eigentlich alles einfach nehmen und Ritualmonster auf euer Spielfeld ballern. Und wenn diese Karte, die hier beschwört, die habe ich gerade gar nicht aufgemacht, haben wir uns gar nicht durchgelesen, auch alles halb so wild, gehört wahrscheinlich, ist das die hier? Warte mal, nee, das ist die hier. Gucken wir uns mal ganz kurz gemeinsam an. Und zwar genau die hier. Also, wenn das Meat Recipe benutzt wurde, um diese Karte hier speziell zu beschwören, könnt ihr alle Monster des Gegners in Defense-Position, also alle Monster des Gegners in Verteidigungsposition in die Face-Up-Attack-Position ändern. Das heißt, alle Kastierer-Monster werden von so zu so. Und dann könnt ihr die ganzen Effekte eurer ganzen anderen Ritualmonster benutzen, um die ganzen Monster in Angriffsposition des Gegners als Tribut anzubieten und so weiter und so fort. Wir lesen uns den tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz durch, weil wir gerade schon mal hier sind. Ist ein Krieger an der Stelle, kein Beast Warrior. Warte mal, die anderen Kollegen hier. Das waren Ungeheuerkrieger, das waren alles Ungeheuerkrieger. Der ist keiner. Okay, du kannst diese Karte Ritual beschwören mit jeglicher Recipe-Karte. Du kannst jeden der folgenden Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, kannst du eine Spell-Trap auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Okay, und dann, wenn diese Karte für einen Karteneffekt gewählt wurde oder für einen Angriff gewählt wurde, Quick-Effekt, kannst du diese Karte und ein anderes Monster in Angriffsposition auf dem Spielfeld als Tribut anbieten. Und wenn du das tust, speziell beschwör ein Stufe 3 oder 4 Nouvelle-Ritualmonster von deiner Hand oder deinem Deck. Interessant, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir schauen uns zum Abschluss nochmal die Fallenkarte an, denn die ist auch nicht so verkehrt. Auf 1 dürfte es wahrscheinlich maximal ausreichen, diese Karte zu spielen. Die hat folgenden Effekt, ist eine Continuous Trap. Wähle ein Ritualmonster, welches du kontrollierst, Spezialbeschwör ein Nouvelle-Token, Unterweltler, Finsternis, Stufe 1, 50 ATK, 50 Def. Und wenn du das tust, das Level des It Levels becomes Dead Monsters. Doch, also ihr wählt ein Ritualmonster, welches ihr kontrolliert, dann beschwört ihr Nouvelle-Token, im ersten Moment Stufe 1, und dann, wenn es erfolgreich beschworen wurde, wird das Level des Tokens zum Level des eben gerade gewählten Ritualmonsters.
Dann könnt ihr noch folgenden Effekt aktivieren. Ihr könnt diese offene Karte von eurer Spell Trap Zone in den Friedhof schicken. Das ist der Cost. Ritualbeschwör ein Nouvelle Ritualmonster von deiner Hand, indem ihr Monster auf Hand oder Spielfeld, dessen Level gleich oder höher sind, für die Ritualbeschwörung eines Ritualmonsters benutzen. Also eine Trap, die gleichzeitig auch eine Ritualsummon durchführt. Irgendwie interessant. Und du kannst beide Effekte aktivieren. Guck mal, das ist doch geil, Alter. Also, passt auf. Könnt ihr sogar im gegnerischen Spielzug machen, indem ihr erstmal euch ein Token generiert, welches genug Level hat. Dann legt ihr diese offene Karte in den Friedhof und macht eine Ritualbeschwörung mit dem eben gerade aufs Spielfeld beschworenen Tokens, um ein Monster von eurer Hand auf eure Spielfeldseite zu beschwören. Mega, mega fett. Komm, warte mal, die letzte gucken wir uns auch nochmal an, weil das wird wahrscheinlich eine Ultra Rare sein. Sieht nach einem extrem fetten Bossmonster aus. Wer weiß, ob man den tatsächlich, doch, den wird man safe spielen. Du kannst diese, also es wird, wie ihr seht, sprechen wir sehr, sehr viel über Nouvelle, weil Nouvelle und Vanquish wahrscheinlich die vielversprechenderen Deckthemen hier in diesem Set sein werden. Vor allen Dingen das Ritualdeck sieht sehr, sehr interessant aus. Du kannst, also auch sehr, sehr kompliziert, muss man dazu sagen. Aber das kennen wir ja von Ritual-Decks, siehe Drytron. Du kannst diese Karte mit jeder Recipe-Card speziell beschwören. Du kannst jeden der folgenden Effekte nur einmal auf Spielzug aktivieren. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, kannst du. You can negate the effects of as many face-up cards your opponent currently controls as possible until the end of the turn. And if it was special summoned by the Nouvelle Monster effect, tribute all monsters they control. Boah! Also, passt auf, Alter. Wenn diese Karte speziell beschworen wurde, sprich im Optimalfall im gegnerischen Turn oder going second, ja, könnt ihr alle offenen Karten, die der Gegner kontrolliert, bis zum Ende dieses Spielzugs annullieren. Was schon mal extrem heftig ist, ja. Und wenn diese Karte durch ein Nouvelle-Monster aufs Spielfeld spezial beschworen wurde, könnt ihr alle Monster, die der Gegner kontrolliert, als Tribut anbieten. Habe ich richtig verstanden, oder? Heftig, Alter. Und an dieser Karte noch ein Quick-Effekt. Quick-Effekt, ihr könnt eines der generischen Monster in Angriffsposition wählen, das ist der Cost, und dann bietet ihr es als Tribut an, und wenn ihr das tut, könnt ihr einen Hungry Burger von eurer Hand oder eurem Deck aufs Spielfeld beschwören. Da ist der Hungry Burger. Extrem heftig, wirklich sehr, sehr interessantes Deckthema. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich näher bringen. Hier und da einige komplizierte Effekte, aber ich glaube, wir haben es alle gemeinsam verstanden. Sehr, sehr interessantes Deckthema. Und jetzt springen wir zum guten Abschluss auf jeden Fall mal auf Card Market, schauen uns an, was denn so ein Set Wild Survivors an dieser Stelle kostet. Wir sind ja bei 57,50 plus 4,50 Versand, 57,82 plus 4,50 Versand, also ganz normaler Preis zu diesem Zeitpunkt. Wir sind bei 63 Euro. Meine Empfehlung bei diesen Sets, wartet immer, bis die gesamte Kartenliste aus dem TCG enthüllt worden ist, durch zum Beispiel Pack-Openings der ganzen Yu-Gi-Oh! Influencer, also der Konami-Partner, denn dann weiß man, ob es sich lohnt, je nachdem, welche Collectors Rare drin ist, was für generische Reprints drin sein werden und. Extrem interessantes Set, muss ich einfach mal sagen. Liest sich gut. Liest sich irgendwie nicht schlecht. Die Dinos, so lala, Vanquished mit Potenzial und das ganze Ritualdeck, weil dort auch gefühlt die meisten Karten für das Deck drin sind. Also es fühlt sich am komplettesten an. Ein Case, wo 12 Booster, also wo 12 Displays drin sind, kostet an dieser Stelle 705,97 € Versand. Das ist auch an der Stelle ein ganz normaler Preis. Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken, ob ich mir ein ganzes Case holen würde. Na, ich weiß ja nicht so richtig, aber zumindest ein Display einfach mal zum Öffnen, damit es Spaß macht. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Aber wartet dennoch, bis die gesamte Kartenliste fürs TCG online ist. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was rausnehmen an Informationen zu Wild Survivors. Sehr, sehr interessantes Set. Je nachdem, wie die Meta dann ab dem Zeitpunkt des Releases aussehen wird, könnte es das ein oder andere Deckthema geben, welches es zumindest in den Tier 2, vielleicht sogar Lower Tier 1 Bereich schafft. Wer weiß. Es bleibt abzuwarten und es bleibt auf jeden Fall spannend. Und damit beenden wir auch das Video. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt, dass die nächsten Tage und Wochen für euch die besten Tage und Wochen eures Lebens werden. Na, so dramatisch würde ich jetzt nicht, Aber ich hoffe dennoch, dass ihr eine gute Zeit habt. Ich hoffe, euch geht's gut, jedem Einzelnen da draußen. Lasst es krachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.